Die entdeckte Alte. Es war niemand in der Gesellschaft, dem die Erzählung Ciumetellas nicht gefallen hätte. Und alle empfanden ein außerordentliches Vergnügen, als sie Canerolo errettet und den wilden Mann, der die armen Jäger so kläglich ums Leben brachte, dafür bestraft sahen. Hierauf nun erhielt Giacova den Auftrag, diesen Unterhaltungskontrakt auch mit ihrem Siegel zu besiegeln. Und sie begann daher wie folgt. Das uns Frauen eingepflanzte, verwünschte Laster, hübsch zu scheinen, bringt uns so weit, dass wir, um den Rahmen der Stirn zu vergolden, das Gemälde des Antlitzes verderben, um die Falten der Haut zu weißen, die Knochen des Gebisses zerstören und um die Glieder leuchten zu lassen, die Sehkraft verdunkeln. Denn bevor die Stunde erscheint, wo der schuldige Tribut der Zeit gegeben werden muss, beginnen die Augen zu triefen, kommen Runzeln aufs Gesicht und Fäulnis in die Zähne. Wenn aber schon ein junges Frauenzimmer, das aus zu großer Eitelkeit diesen Teufelskünsten obliegt, im höchsten Grade tadelnswürdig erscheint, um wie viel mehr Züchtigung verdient nicht eine alte Vettel, die noch mit jungen Mädchen wetteifern will und sich so dem Hohn der Leute und ihrem eigenen Untergange preisgibt, wie ich euch dies in einer Erzählung zeigen werde, wenn ihr mir auf kurze Zeit ein freundliches Gehör leihen wollet. Es lebten einmal in einem Garten, auf welchen die Fenster des Königs von Starkenfels hinausgingen, zwei alte Weiber, welche der Inbegriff der Widerlichkeiten, das Protokoll der Gebrechen, das Hauptbuch der Hässlichkeit waren. Und verworrene, struppige Haare, eine runzlige, blättrige Stirn, schiefe, borstige Brauen, dicke, senkrechte Augenlider, welke, verdrehte Augen, gelbsüchtige, faltige Gesichter, einen aufgesperrten, verzogenen Mund, kurzum, Barte wie die Kälber, eine haarige Brust, bucklige Schultern, welke Arme, verdrehte wankende Säbelbeine und krumme Füße hatten. Weswegen sie, um mit ihren hässlichen Fratzengesichtern selbst nicht einmal von der Sonne gesehen zu werden, sich in einer Hütte unter den Fenstern jenes Königs vergraben hatten. Dieser nun sah sich von ihnen dergestalt belästigt, dass er keinen Wind lassen konnte, ohne diese zänkischen Vetteln sich darüber aufhielten, dass sie über die geringste Kleinigkeit brummten und geiferten und sich bald darüber beklagten, dass eine heruntergefallene Jasminblume ihnen die Kahlköpfe verletzte, bald, dass ein zerrissenes Stück Papier ihnen eine Schulter zerschlagen, bald wieder ein bisschen Staub ihnen einen Schenkel gequetscht hätte, sodass der König, als er dieses Übermaß von Verzärtelung wahrnahm, daraus folgerte, dass unter ihm die Quintessenz der Zartheit, das Nonplusultra von Weichheit und das Extrem von Empfindlichkeit wohne. Es ergriff ihn daher ein Verlangen aus dem innersten Herzen und ein Gelüst aus der tiefsten Seele, dieses Wunder zu sehen und über diese Sache ins Klare zu kommen. Und er fing an, von unten und oben Seufzer auszustoßen, sich zu räuspern, ohne dass er den Katar hatte. Und mit einem Wort sich frei heraus und ohne Rückhalt auszusprechen, indem er sagte, »Wo, oh wo verbirgst du dich, du Juwel, Schmuck und Zier der Welt? Komm hervor, o Sonne, erwärme mich, o Kaiserin, lass schauen deine holden Reize, zeige die Lampen der duftreichenden Liebesapotheke. Stecke doch deinen Kopf heraus, du Hauptbank der echten Schönheitskapitalien. Sei nicht so geizig mit deinem Anblick, öffne die Türen dem armen Falken, verleih mir deine Gunst, wenn du sie mir wirklich jemals verleihen willst. Lass mich das Instrument schauen, aus dem diese schöne Stimme ertönt, die Glocke, die diese Klänge entsendet. Gewähre mir den Anblick dieses seltenen Vogels und lasse es nicht geschehen, dass ich gleich den politischen Schafen mich von Wermut nähre, indem du mir das Anschauen und die Betrachtung deiner Schönheit versagst.« Diese und noch viele andere Worte rief der König aus. Aber er hätte mit allen Glocken läuten können. Die alten Weiber hätten ihn doch nicht erhört, da ihre Ohren für ihn verstopft waren. Dadurch wurde indes nur noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Und der König fühlte sich wie Eisen in dem Ofen des Verlangens erglühen, von der Zange des Gedanken festgehalten und von dem Hammer der Liebespein gehämmert, um irgendeinen Schlüssel ausfindig zu machen, mit dem er das Kästchen jener Juwelen, die ihn vor Sehnsucht sterben machten, öffnen könnten. Er ließ daher nicht ab,
sondern fuhr fort, flehende Bitten auszustoßen und immer eindringlicher zu reden, ohne sich jemals einige Ruhe zu gönnen, sodass die alten Vettin, die anfangs über die Liebeserklärung und Verheißung des Königs vor Ärger und Zorn gewesen waren, endlich beschlossen, sich diese Gelegenheit nicht entschlüpfen zu lassen, um diesen Vogel, der von selbst ins Netz flog, auch darin zu fangen. Als daher der König wieder eines Tages oben am Fenster ungeduldig wartete, sagten sie zu ihm durch das Schlüsselloch mit leiser Stimme, dass die größte Gunst, die sie ihm nach Verlauf von 8 Tagen erweisen würden, nur darin bestehen könnte, dass sie ihn einen einzigen Finger sehen ließen. Der König, der als erfahrener Krieger recht gut wusste, dass man die Festung nur ellenweise erobert, schlug diesen Antrag nicht ab, indem er das alte Wort »Nimm, was du bekommst und fordere mehr« recht gut kannte und hoffte, auf diesen festen Platz, den er belagerte, fingerweise zu erobern, weswegen er diesen peremptorischen Termin des 8. Tages bereitwillig annahm, um das 8. Wunder der Welt endlich zu schauen. Die alten Weiber taten unterdes nichts anderes, als dass sie gleich einem Apotheker, der Sirup eingegossen hat, sich die Finger in der Absicht leckten und saugten, damit, wenn der festgesetzte Termin erschiene, die, welche den glättesten hatte, ihm den König zeigen sollte. Dieser befand sich inzwischen wie auf der Folter, indem er die bestimmte Stunde sehnsüchtig herbeiwünschte, um sein Verlangen zu befriedigen und die Tage zählte, die Nächte ruhelos verbrachte, die Stunden abwog, die Minuten abmaß, die Sekunden belauschte und die Augenblicke berechnete, welche ihm für die Erwartung des ersehnten Glückes als Ziel gegeben war. So wie bald die Sonne anflehte, dass sie in den Gefilden des Himmels irgendeinen Nebenpfad einschlagen möchte, damit sie auf diese Weise ihren Weg verkürzend vor der gewöhnlichen Stunde den feurigen Wagen in den Schuppen bringen und die von so langer Fahrt ermüdeten Rosse zur Tränke führen könne. Bald wieder die Nacht beschwor, dass sie die Dunkelheit zerstreuen und in jenem Tag erblicken ließe, der, solange er ihn nicht sehe, ihn in den Kalkofen der Liebesflammen festbannte. Und ein andermal wieder mit der Zeit zankte, dass sie ihn, um ihn zu ärgern, auf Krücken ginge und sich bleierne Schuhe angezogen habe, damit sie die Stunde verzögere, wo die ihm von dem geliebten Gegenstand ausgestellte Verschreibung liquidiert und die zwischen ihnen stipulierte Verpflichtung erfüllt werden sollte. Endlich jedoch erschien mit des Himmels Hilfe der festgesetzte Tag. Er begab sich daher an demselben in eigener Person in den Garten und pochte an die Tür, indem er ausrief, »Nanu, Nanu!« Worauf eine von den alten Weibern, die bejahrteste von beiden, nachdem sie auf dem Probierstein der Vergleichung gesehen hatte, dass ihr Finger von besserem Gehalt als der ihrer Schwester war, ihn durch das Schlüsselloch steckte und dem Könige zeigte. Es war dies aber kein Finger, sondern ein zugespitztes Hölzchen, das ihm ins Herz stach. Aber auch kein Hölzchen, sondern eine Keule, die ihm einen betäubenden Schlag versetzte. Aber was sage ich Hölzchen und Keule? Es war ein angezündeter Schwefelfaden für den Zunder seines Verlangens, eine brennende Lunte für das Schießpulver seiner Wünsche. Jedoch, was sage ich Hölzchen, Keule, Schwefelfaden und Lunte? Es war ein Dorn unter dem Schwanz seiner Gedanken. Oder vielmehr eine Purgans von Fingerfeigen, die ihm die Blähungen der Liebespein mit einem Sturm von Seufzern abtrieb. Der König ergriff hierauf diesen Finger, küsste ihn und rief aus, »O, du Behältnis der Süßigkeiten, du Verzicht der Freuden, du Register der Liebesprivilegien, um dessen Willen ich zum Vorratshaus der Leiden, zum Magazin der Schmerzen, zum Zollhaus der Qualen geworden bin!« Ist es möglich, dass du dich so hart und unerbittlich zeigen willst, dass du dich von meinem Klagen nicht erweichen lassest? Ach, mein teuerstes Leben, wenn du mir durch das Loch den Schwanz zeigst, biete mir doch auch das Mäulchen da, damit wir uns ein Gelee von Genüssen bereiten. Wenn du mir eine Schnecke weisest, oh du Meer der Süßigkeiten, weise mir doch auch die Austern. Lass mich die Augen des wundervollen Falken schauen und ihn an meinem Herzen sich sättigen. Wer sperrt den Schatz deines schönen Antlitzes in einen Abtritt? Wer lässt diese schönen Waren einer finsteren Höhle Quarantäne halten? Wer hält die Gewalt Amos in dieser Hundehütte gefangen? Komm hervor aus dieser Grube, tritt heraus aus diesem Stalle, befreie dich aus diesem Loche, fasse ein Herz, denn ich stehe dir bei und alles, was ich kann und vermag, ist dir zu Befehl.
Wisse nämlich, dass ich ein König bin und nicht etwa ein Lump, viel mehr schaffen und zerstören kann nach meinem Belieben. Jener falsche blinde Sohn eines lahmen Schmiedes und einer gemeinen Metze aber. Bekanntlich ist Amor Sohn des Vulkans und der Venus, der über die Zepter eine unbeschränkte Willkür ausübt, will, dass ich dein Sklave sei und als Gnade das erbitte, was ich dir durch eigene Machtvollkommenheit entreißen könnte. Denn ich weiß sehr wohl, dass man Venus durch Schmeicheleien und nicht durch Trotz und Gewalt bemeistert. Die Alte, welche wusste, wo Bartel den Most holt, und eine Erzfüchsin, eine alte Katze und im höchsten Grade schlau, listig und verschlagen war, außerdem aber noch bedachte, dass die Bitte eines Höheren so viel ist wie ein Befehl und der Widerstand eines Dieners die cholerischen Säfte im Leibe des Herrn aufrührt, der sich dann in einem Durchfall von Unheil Luft machen, fing an, klein beizugeben und sprach mit einer Stimme wie die einer geschundenen Katze: »Gnädiger Herr, da ihr die Gnade habet, euch der zu unterwerfen, die unter euch steht, und es nicht für unwürdig erachtet, euch von dem Zepter zur Kunkel, von dem Palast zu einem Stall, von der königlichen Pracht zu einem Unterrock, von dem Glück zum Elend, vom Söller zum Keller und vom Ross zum Esel herabzulassen, so kann, mag und darf ich mich nicht dem Willen eines so großen Königs widersetzen. Wenn ihr daher diese Verbindung zwischen einer Fürstin und einer Magd, dieses Mosaik von Elfenbein und Pappelholz, diese Inkrustierung von Diamanten und Glaswürfeln wünschet, so bin ich jetzt gleich zu eurem Befehl willig und bereit, indem ich mir nur eine einzige Gnade als erstes Zeichen des Wohlwollens, welches ihr für mich heget, erbitte, dass ihr mich nämlich bei Nacht und ohne Licht in euer Bette aufnehmend, da ich es nicht ertragen könnte, entblößt gesehen zu werden.« Der König, ganz außer sich vor Freude, schwur ihr also mit der Hand auf dem Herzen, dass er dies sehr gern tun würde. Und nachdem er nun auf diese Weise eine Schale voll Zucker nach einem Mund voll Teufelsdreck geworfen hatte, ging er von dannen und konnte die Stunde nicht erwarten, wo die Sonne aufhört, die Gefilde des Himmels zu pflücken, damit die Sterne darauf gesät werden können, um selbst das Feld zu besehen, auf welchem er Freuden scheffelweise und Genüsse nach Zentnern zu ernten hoffte. Kaum war aber die Nacht erschienen und hatte voll Zorn darüber, so viele Laden und Manteldiebe auf den Straßen zu sehen, die Dunkelheit gleichsam eimerweise ausgegossen, so zog die Alte sich alle Runzeln am Leibe zusammen, machte daraus eine einzige, die sie mit einem Bindfaden auf dem Rücken zusammenband, und gelangte alsdann im Dunkeln von einem Kammerdiener geführt in das Gemach des Königs, woselbst sie ihre Lumpen rasch abwarf und ins Bett kroch. Als nun der König, welcher wie die Lunte am Zündloch bereit war, sie einzutreten und sich niederlegen hörte, so rieb er sich vom Kopf bis auf die Füße mit Moschus und Zibet ein, begoss sich über und über mit wohlriechenden Wassern und stürzte sich hierauf wie ein korsischer Bullenbeißer in das Bett. Der Alten kamen freilich diese mannigfachen Salben und Düfte, die der König mitbrachte, wie gerufen, da er auf diese Weise den Atem ihres Mundes, den Bocksgeruch der Achseln und den Gestank noch anderer Dinge nicht gewahr wurde. Sobald er sich indes niederlegt und angefangen hatte zu fühlen, so merkte er beim Betasten den dicken Wulst auf dem Rücken, nahm auch die schlappen Schrotbeutel und die ausgefallenen Hinterbacken der Alten wahr und fiel daher ganz wie aus den Wolken. Er wollte jedoch für den Augenblick nichts sagen, um zuvor genauer nachzuforschen, sondern tat sich lieber Gewalt an, indem er in einen abscheulichen Hafen einlief, während er an der Küste von Posilipo zu sein glaubte und in einem elenden Lastschiffe fuhr, während er an Bord einer Galeere zu segeln dachte. Nicht so bald aber wurde die Alte vom ersten Schlaf überfallen, als der König rasch aus einem Schrank von Ebenholz und Silber einen gemslehernen Beutel, in welchem sich ein Feuerzeug befand, hervornahm, eine Lampe anzündete und dann die Bettdecke aufhob. Aber statt einer Nymphe erblickte er eine Harpie, statt einer Huldgöttin eine Furie,
statt einer Venus eine Meduse und geriet hierüber in solche Wut, dass er das Tau abhauen wollte, welches an diesem Schiff befestigt gewesen war, und schnaubend vor Zorn alle seine Diener herbeirief. Diese eilten auf das Alarmgeschrei ihres Gebieters wie bei einer Kamisarde in Hemden herbei und sahen den König auf die Alte loshauen, als wenn er Fleisch hackte, während er ihnen zurief: »Seht doch einmal, was für einen Streich mir diese Großmutter des Teufels gespielt hat. Denn da ich es mit einem säugenden Kälbchen zu tun haben glaubte, so sehe ich ein Mondkalb vor mir. Da ich eine zarte Taube gefangen zu haben dachte, fand ich diese Eule in meinen Händen. Da ich mir einbildete, ein Bissen für einen König erst zu haben, halte ich mir dieses Scheusal, dieses Brechmittel an den Mund. Freilich, so noch viel schlimmer muss es jedem ergehen, der die Katze im Sack kauft. Hat sie mich nun aber auf diese Weise übertölpelt, so soll sie doch dafür gehörig büßen. Darum ergreifet sie rasch, und wie sie da geht und steht, werfet sie zum Fenster hinaus.« Als die Alte dies hörte, fing sie an, sich mit Händen und Füßen zu verteidigen, indem sie ausrief, dass sie von diesem Urteil appelliere, da sie nur auf sein eigenes dringendes Flehen in sein Bett gekommen sei, dass sie außerdem 100 Doktoren der Rechte zu ihrer Verteidigung herbeigeführen würde, dass jener nach dem Sprichwort ein altes Huhn gute Brühe gäbe und dass endlich nach einem anderen man nicht den alten Weg für den neuen verlassen solle. Trotz all dem aber wurde sie beim Kopf und bei den Beinen ergriffen und in den Garten hinuntergestürzt, wobei sie indes glücklicherweise mit den Haaren an einem Zweig des Feigenbaums hängen blieb und deswegen sich auch nicht den Hals brach. So geschah es nun, dass am anderen Morgen sehr früh, ehe noch die Sonne von dem Gebiet Besitz genommen, das die Nacht ihr abgetreten hatte, bei jenem Garten einige Feen vorüberzogen, welche aus einer gewissen verdrießlichen Laune noch nie weder gesprochen noch gelacht hatten. Und als sie jenes Schreckgespenst, das die Schatten der Nacht vor der Zeit verscheucht hatte, an dem Baume hängen sahen, wurden sie von einem solchen baucherschütternden Lachen befallen, dass sie fast geborsten wären und mit herausgestreckter Zunge den Mund eine Zeit lang nicht zu schließen vermochten. Um die Alte nun für diesen herrlichen Spaß zu belohnen, verliehen ihr die Feen jede einen Zaubersegen, in dem eine nach der anderen ihr wünschte, dass sie jung, schön, reich, vornehm, tugendhaft, von jedermann geliebt und glückselig werden sollte, worauf sie sich entfernten. Die Alte aber befand sich plötzlich auf dem Boden, auf einem Sitz von schwerstem Samt mit goldenen Franzen, am Fuße desselben Baumes, an dem sie gehangen und der sich jetzt in einen Baldachin von grünem Samt mit goldenem Hintergrund verwandelt hatte. Ihr Gesicht sah aus wie das eines 15-jährigen Mädchens und so schön, dass alle anderen Schönheiten, alle Schlapfen neben einem niedlichen Schuh und Strümpfchen geschieden hätten. Im Vergleich mit dieser Grazie der Paläste hätte man alle anderen Grazien für Bewohnerin des Trödlerviertels und der Winkelgassen halten müssen. Wo diese ihren Trumpf des Scherzes und Konsens ausspielte, würde sie allen anderen die Bank gesprengt haben. Außerdem war sie auch so geputzt, geschmückt und prunkend wie eine Königin. Denn das Gold leuchtete, die Edelsteine blitzten, die Blumen wiegten sich und so viele Diener und Dienerinnen umstanden sie ringsumher, dass es schien, als würde Ablass ausgeteilt. Inzwischen hatte sich der König eine Decke umgehängt, ein paar Pantoffeln angezogen und sich dem Fenster genähert, um zu sehen, was aus der Alten geworden war. Bei dem überraschenden Anblick aber, der sich ihm darbot, blieb er mit weit aufgesperrtem Maule stehen und betrachtete eine Zeit lang, wie an den Boden gewurzelt, jenes hübsche Stück Menschenfleisch, in dem er bald die Haare bewunderte, die zum Teil entfesselt um die Schultern spielten, zum Teil in einem goldenen Knoten geknüpft waren und den Neid der Sonne erweckten. Bald seine Aufmerksamkeit auf die Augenbrauen wandte, welche gleich Bogen die Herzen mit ihren Pfeilen durchbohrten, bald die Augen anschaute, welche die Leuchtfeuer Amors zu sein schienen, bald wieder sich von dem Mund entzückt fühlte, in welchem die Grazien wie in einer Liebeskälte Anmut kälterten und den süßen Zyperwein und Malvasia des Entzückens hervorlockten. Andererseits drehte er sich wie ein Wetterhahn, und als wäre er von Sinnen beim Anblick des schimmernden und flimmernden Schmuckes, den sie am Halse trug, und der reichen Kleiderpracht, die sie umgab, so dass er mit sich selbst zu reden begann und also sprach:
Bin ich im ersten Schlaf oder wache ich? Habe ich meine Sinne oder fasle ich? Bin ich selbst oder bin ich es nicht? Welcher Wurf hat mit dieser schönen Kugel mich, dem König, so geschickt getroffen, dass ich sogleich umgepurzelt bin? Es ist vorbei mit mir. Es ist um mich geschehen, wenn ich keinen Ausweg finde. Woher ist doch diese Sonne aufgegangen? Wie ist diese Blume emporgesprost? Wie dieses Vöglein ausgekrochen, um mein Herz mit Haken an sich zu ziehen? Welches Schiff hat sie hierher gebracht? Welche Wolke herabgeregnet? Was für Ströme von Schönheit reißen mich in ein Meer von Qualen? Während dieses Selbstgesprächs stürzte er die Treppe hinunter, eilte in den Garten und vor die neu verjüngte Alte tretend, rollte er sich fast vor ihr auf der Erde, indem er ausrief: »Oh, mein liebes Kussmäulchen! Oh, Püppchen der Grazien, oh, holde Taube von dem Wagen der Venus, siegreicher Köder Amors! Wenn du jemals dein Herz wie ein Stück Wäsche im Fluss geweicht hast, wenn kein Hundeunrat dir in die Ohren gekommen und kein Schwalbenkot dir in die Augen gefallen ist, wie dem Tobias, so bin ich überzeugt, dass du die Schmerzen und Leiden wahrnehmen und erkennen musst, die deine Schönheit so plötzlich und unversehens über meine Seele ausgegossen hat. Und wenn du auch dem Waschkessel meines Gesichts die Lauge nicht ansiehst, die mir im Innersten kocht, die Flamme meiner Seufzer den Kalkofen nicht ansiehst, der mir überall in meinem Leibe brennt, so kannst du doch vermöge deines Verstandes und deiner Klugheit leicht aus deinen Haaren abnehmen, welche Bande mich fesseln, aus deinen Augen, welche Gluten mich verzehren, aus den roten Bogen deiner Lippen, welche Pfeile mich durchbohren. Verriegle daher nicht die Türe des Mitleids, zieh die Brücke der Barmherzigkeit nicht auf, verstopfe die Quelle der Gnade nicht. Und wenn du mich auch nicht für würdig hältst, von deinem schönen Antlitz Nachsicht zu erwerben, so gewähre mir wenigstens den Geleitschein freundlicher Worte, den Schutzbrief irgendeines Versprechens und die Abwartschaft guter Hoffnung, denn sonst nehme ich mir mit Gewalt, was du nie wieder erlangen kannst. Diese und noch tausend andere Worte kamen ihm aus der tiefsten Brust, so dass sie die neu verjüngte Alte auf das Lebhafteste rührten. Und sie ihn zuletzt zu ihrem Gemahl erkor, worauf sie sich erhob, sich an seine Arme zur Kutsche begab und mit ihm in derselben nach dem königlichen Palaste fuhr. Hier nun wurde alsbald ein sehr großes Gastmahl veranstaltet und dazu alle vornehmen Frauen eingeladen, nicht minder aber auch die Freundin der jungen Alten, welche diese gleichfalls gegenwärtig zu sehen wünschte. Es kostete jedoch gar große Mühe, sie ausfindig zu machen und zu dem Bankett zu bringen, da sie vor großer Furcht sich dermaßen versteckt und verkrochen hatte, dass man keine Spur von ihr entdecken konnte. Als sie aber nach vielem Suchen herbeigeschafft war und nun neben ihrer früheren Genossin, welche sie nun mit genauer Not wieder zu erkennen vermochte, da saß, fing zwar die ganze übrige Gesellschaft an, tüchtig zuzugreifen. Die arme Alte jedoch hatte einen ganz anderen Hunger, der sie nagte, indem sie nämlich vor Neid platzte, ihre Gevatterin so jung und schön zu sehen, und sie daher alle Augenblicke am Ärmel zupfte und ihr zuraunte: »Was ist denn mit dir vorgegangen, Schwester? Was ist denn mit dir vorgegangen?« Worauf diese antwortete: »Jetzt ist, nachher werde ich dir erzählen.« Der König, der dies bemerkte, fragte seine Braut, ob die Alte etwas verlange, und da sie ihm erwiderte, dass ihre Freundin ein wenig grüne Soße zu haben wünschte, befahl er sogleich Knoblauchbrühe, gepfefferten Senf und zahllose andere Tunken herbeizubringen, um der Alten Appetit zu machen. Diese jedoch, welcher die köstlichste Soße wie Ochsengalle schmeckte, zog wiederum ihre Freundin am Ärmel, indem sie sie fragte: »Wie hast du es denn nun angefangen, Schwester? Wie hast du es denn nun angefangen?« Worauf diese entgegnete: »Psst, wir haben ja mehr Zeit als Geld. Drum iss nur jetzt, solange du was hast. Nachher werden wir schon mehr reden.« Da der König wiederum fragte, was jene denn wolle, versetzte seine Braut, die sich durch diese Fragen so verwickelt sah wie ein Küchlein im Weg und sich gern von dem lästigen Drängen freigemacht hätte, dass die Alte etwas Süßes zu essen wünsche. Und alsbald schneiten von hier die Pastetchen, regneten von da das Zuckerwerk und strömten von dort die Bonbons herbei. Die Alte aber, welche nicht ruhen konnte und der es wie ein Mühlrad im Kopf herumging, fing immer wieder dasselbe Lied an, bis dass ihre verjüngte Freundin keinen anderen Ausweg mehr wusste und, um sich jene vom Halse zu schaffen, zu ihr sprach:
Ich habe mir die Haut abziehen lassen, liebe Gevatterin. Worauf die neidische Alte vor sich hin murmelte: Nun ist gut, und du sollst zu keinen tauben Ohren geredet haben. Auch ich will mein Glück versuchen, denn ich bin nicht weniger als du. Und wenn es mir gelingt, so sollst du nicht allein alles haben, sondern auch ich muss meinen Teil bis auf das kleinste Körnchen abbekommen. Indem sie nun so dies vor sich hin sprach und man unterdessen die Tafel aufhob, stellte sie sich, als müsste sie einmal hinausgehen, lief stracks nach einem Barbierladen und sagte zu dem Herrn desselben, während sie mit ihm in ein Hinterstübchen trat: »Hier habt ihr 50 Dukaten und zieht mir einmal die Haut ab, vom Kopf bis zu den Füßen.« Worauf der Barbier, der sie für verrückt hielt, erwiderte: »Geht nur, Gevatterin, ihr seid nicht recht gescheit und solltet eigentlich einen Wärter haben.« »Du Tor«, versetzte die Alte, »der du dein Glück von so dir stoßest, denn außer den 50 Dukaten, die ich dir gebe, sollst du auch, wenn du mir eine gewisse Sache gelingt, wie ich wünsche, der Fortuna das Becken an das Kinn halten. Darum ergreif dein Messer und verliere keine Zeit, denn dein Glück ist gemacht.« Nachdem der Barbier noch eine lange Zeit vergeblich widersprochen, protestierte und gestritten hatte, gab er endlich gleichsam der Gewalt nach und schickte sich an, ihrem törichten Verlangen zu willfahren. Hierauf ließ er die alte Schachtel auf eine Bank niedersetzen und fing an, sie dermaßen zu schinden, dass sie über und über Blut rieselte und pisste, wobei sie jedoch mutig standhielt, als würde sie nur rasiert, und bloß von Zeit zu Zeit ausrief: »Au, au, ohne Leiden keine Freuden!« Indem nun jener auf diese Weise ihr das Fell immer weiter abzog, sie aber stets bei ihrem Ausruf beharrte, strich er die Bassgeige ihres Leibes herunter bis auf das Schallloch des Nabels. Bei diesem jedoch ging ihr die Kraft aus, und von hinten einen Abschiedsschuss abfeuernd, bewahrheitete sie auf ihre Unkosten den Vers des Sanassaro: »Der Neid, mein Sohn, vernichtet sich selbst.« Diese Erzählung nun endete gerade um die Zeit, wo der Sonne, wie einem relegierten Studenten, eine Stunde Zeit gegeben wurde, um das Quartier des Himmels zu räumen, worauf der Prinz den Fabiello und Cercovoccio, von denen der eine sein Garderobenmeister, der andere sein Haushofmeister war, rufen ließ, damit sie den Nachttisch dieses Tages aufwarten sollten. Hurtig wie die Häscher waren sie da, der eine in schwarzen langen Hosen, einem Plunderrock mit Knöpfen, so groß wie die Talerstücke, und einer flachen Kappe, die ihm bis über die beiden Ohren ging, der andere mit einer Tellermütze, einem Wams und Weste und weißen Kniehosen. Und indem sie hinter einem Spalier von Heidelbeersträuchern wie hinter einer Kulisse hervortraten, begannen sie ein scherzhaftes ländliches Zwiegespräch, welches sie mit so possierlichen Gebärden und Grimassen begleitete, dass alle Zuhörer darüber vor Lachen hätten erbersten mögen. Um die Stunde aber, wann die Feldarbeiter von den zirpenden Grillen aufgefordert werden, nach Hause zurückzukehren, entließ auch der Prinz die Frauen, indem er ihnen wiederholt einschärfte, dass sie sich wieder am folgenden Morgen einstellen sollten, um die angefangene Weise der Unterhaltung fortzusetzen, während er selbst mit der Hexe sich in seine Gemächer zurückzog.